Hola, hombres, Mama Gamer Fallen, mal wissen ja nicht so gut, como estás. So, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars oder zu einer neuen, zu einem neuen Video Bed Wars. Ja, ich habe heute tatsächlich. Man kann sich jetzt streiten, ob ich ein Thema habe, naja, wie dem auch sei. Ich wollte heute. Ich rede jetzt mal einfach was spontan. Nämlich, ich hatte gesagt, es sollen mehr Videos kommen, etc. Warum sind bisher noch nicht mehr Videos gekommen, groß? Ich habe, wie gesagt, vieles auf nicht gelistet oder fertig gerendert und noch nicht hochgeladen. Warum kommt das nicht? Einfache Antwort im Grunde genommen. Keine Ahnung. Ich bin mir bei manchen Videos nicht ganz sicher, ob ich die rausbringen möchte, sage ich jetzt mal. Viele. Junge, was hat denn der für eine Krankheit? Ich bin mir auch bei vielen Dingen nicht sicher, ob die überhaupt wirklich was groß sind. Ein Video weiß ich auf jeden Fall, dass ich das bringe. Weil da habe ich ein paar Stunden damit verbracht, Editing zu machen und Effekte rauszusuchen. Ja, das war jetzt Bittermate, ne? Das Video hat mich ein paar Stunden gekostet, dementsprechend werde ich das Video auch auf jeden Fall bringen. Ob ich jetzt noch groß was andere, was jetzt alles noch kommen wird in den Ferien etc., kann ich nicht sagen, ist mal dahingestellt. Hi. Danke. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Auch ich bin im Moment halt auch auf Twitch inaktiv. Könnt ihr trotzdem mal super gerne auschecken oder generell meine Social Medias. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Aber gerade mein Twitch. Weil im Moment bin ich halt einfach aus dem Grund inaktiv. Minecraft macht mir nicht mehr so super viel Bock wie früher. Es macht mir immer noch Spaß. Aber das ist halt auch nicht mal mehr der Hauptgrund, sondern es gibt einfach Tage. Innerhalb der letzten paar Tage war ich mit Tim 3 oder 4 Mal zum Stream verabredet. Und wenn man dann, wenn wir dann streamen wollten, keine Ahnung, entweder hatte ich dann mehr Bock mit Yannick etc., der wird es eh nicht sehen, deshalb sage ich einfach mal nicht so Yannick. Mit Yannick zum Beispiel Counter-Strike zu spielen, oder hatte ich einfach auch teilweise mehr Bock mit, oder hatte einfach mit irgendwem Counter-Strike zu spielen, oder Tim hatte dann einfach mehr Bock mit Zoe oder so zu labern. Und ja, so kommt halt eines zum anderen. Ich habe vor einer Woche oder so nochmal GTA auf Twitch gestreamt. Aber ganz ehrlich, da hatte ich Viewerzahlen waren tatsächlich hoch. Das ist auch das, was ich nicht verstehe. Meine Viewerzahlen waren irgendwie, oder was heißt hoch, aber so in der letzten Zeit halt komplett Durchschnitt. Und keiner schreibt was. Deti war zwischendrin mal da, hat was geschrieben. Sonst, ich weiß nicht, ich glaube, außer die Nachrichten von Deti gab es keine Nachricht. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Wenn ich, wenn niemand was schreibt, dann habe ich daran keinen Spaß. Wenn niemand was schreibt, dann kann ich es auch so spielen. Der einzige Unterschied dazu ist dann einzig und allein, dass ich, wenn ich es einfach so spiele, ohne dass irgendjemand irgendwas schreibt, oder beziehungsweise wenn ich es ohne Stream spiele, dann habe ich nicht 20 FPS, sondern 60, 70 FPS in GTA, weil ich spiele GTA auf höchsten Einstellungen, und wenn ich das dann noch zusammen mit einem Stream machen möchte, dann habe ich halt gewaltige Performance-Probleme. Zwar fühlen sich in GTA 20 FPS bei weitem flüssiger an als in, der Lina kommt, muss ich mal ganz kurz klarstellen. Klar fühlen sich, hallo. In GTA fühlen sich 20 FPS immer noch flüssiger an als in Minecraft 40, interessanterweise. Aber das ist dann auch alles wieder. Und das ist so der Punkt, wo ich dann sage, dafür, dass niemand was schreibt, dafür, dass ich letzten Endes, sag mal so, ich habe schon Spaß dran, wenn ich streame. Auch wenn niemand was schreibt. Oder was heißt Spaß, aber ich habe halt, ich finde es auch in Ordnung, eigentlich, wenn, ja, also ich habe halt weniger Spaß, klar, aber hätte ich gar keinen Spaß, wenn niemand was schreibt, würde ich live gehen, 10 Minuten warten, wenn bis dahin niemand was geschrieben hat, würde ich wieder off gehen. Das ist irgendwie so, also ich habe auch irgendwo, ich sag's mal, die Erwartung, dass irgendwann, früher oder später, irgendwer in den Chat reinkommt. Den muss ich mir mal ganz kurz snacken. Nabend, Norbert. Sind das. Nee, das ist nicht der Clan.
So, dann hole ich mir jetzt ganz kurz mal den lilanen. Weil ich glaube, der wird mir auf die Kürze gefährlicher. Die werden mir halt beide schnell gefährlich. Ich muss mal... Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt ganz kurz lila. Ah, Junge, die Cross-Teamen jetzt halt gegen mich, oder wie? Komm, please, Boy im Bot, sitz einmal. Danke. Sache ist auch die, ich komme irgendwie gerade nicht mit der DPI von meiner Red klar. Ja, wie gesagt, ich habe halt dann... Ich habe bei weitem nicht so viel Spaß und ich habe halt... Dann kann ich es auch sein lassen. So, jetzt hole ich mir den Lila. Ne? Jetzt kann den... Der Grüne kann dem jetzt auch nicht mehr helfen. Ich meine, selbst wenn ich mir jetzt den... selbst wenn ich jetzt gegen den Lilanen fehlen würde, weil wonach ist jetzt nicht so ganz... Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Er lief das Game. Bro. Oh, bitte. Wenn der sich jetzt Gold holt, dann geht der schon mit Full hin. Es kann jetzt beides heißen, ne? So, den sollte ich bekommen. Das sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr das Problem sein. Ja, wie dem auch sei... Ich versuche wieder aktiv auf Twitch zu werden. Viele Leute sind aber auch gerade einfach im Urlaub, weil es sind Ferien. Ich muss mal schauen. Ich werde auch Ende des Monats werde ich nochmal in Urlaub fahren. Ich muss mal schauen. Vielleicht werde ich da vloggen ein bisschen. Junge, die lieben halt. Das ist halt so fucking low. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über ein Like, Kommi, Abo, etc. freuen. Bis dahin, ciao!